Nein! Moin Moin, das Süchtige draußen, der Zeile, Chris, willkommen zu einem neuen Roll-Through, der Evil Within. Mitte Oktober kommt der zweite Teil raus, deshalb möchte ich das hier noch, ja, so gut es geht, durchkriegen auf dem Kanal. Wer es nicht kennt, ist sowas wie Resident Evil 4, nur noch ein bisschen taktischer und schwerer. Und auf jeden Fall auch eines der Spiele, die ich mag, beziehungsweise eines der Genres, die ich geil finde. Ist auch vom gleichen Entwickler, der Resident Evil 4 durchgesetzt hat. Natürlich werden wir es auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad zocken. Den musste man erst freispielen. Und zwar noch über Albtraum Akumu. Vor einem Jahr habe ich es ungefähr mal durchgespielt, so auf Überleben, um das hier freizuschalten. Ein Treffer und alles ist vorbei. Schlimmer als ein Albtraum, das ist die reinste Hölle. Und das ist es wirklich. Ein Treffer und wir zerplatzen sofort. Vom letzten Checkpoint, kaum Munition. Da brauchen wir echt spezielle Taktiken und das geht natürlich nur mit ein bisschen Erfahrung, die ich schon vorher habe. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich spiele es auf Englisch mit deutschen Untertiteln für euch noch, wenn ich so gut Englisch kann. Einfach weil ich die englische Synchro ein bisschen geiler finde. Und wir legen los. Copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy, 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some cop of Chimano's son of Deacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. So, da kann ich mal steuern letztendlich. Ist erst die Einleitung, Kapitel 1, ein Notruf, aber auch da geht's dann gleich schon gut ab. Ich werde euch die Story natürlich nicht spoilern, ne, wer das hier ganz normal erfahren will. Ich kenne das Spiel nur schon. Und werde auch einiges zu ein paar Taktiken sagen, die ich hier anwenden werde. Teilweise durch meine Spielerfahrung und teilweise durch ein paar Guides, die ich mir angeguckt habe. Sonst käme ich hier definitiv nicht durch. Auf jeden Fall auch natürlich mit allen Collectibles und so. Wie gewöhnt. In allem, was ich so zock. Ich muss schon sagen, diese Bänder hier, ne? Die sichern das Gitter auf jeden Fall richtig geil ab. Na, gehen wir mal rein. Ah.
Und das stinkt, so, da bin ich drin gerade. Like blood. All right. Stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Finde ich gut. Das Fight bleibt draußen. Die Männer gehen jetzt erstmal rein. Und alle sind hier drin tot. Ganz frisch abgeschlachtet. Did you hear something? Nee. Nee, an der Decke haben sie nichts. Nur er fast. 8 plus places you must visit. Das ist irgendwie so ein Facebook-Clickbait-Artikel. Ich habe, by the way, auch die Vorbestellerinhalte. Die werden uns nicht so sehr weiterhelfen, aber einfach der Komplettheit halber. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Mhm. Das ist true. Meisterdetektiv Josef. Servus. Entschuldigung, aber das ist physikalisch nicht möglich, dass ich hier hänge, ja? Möchte ich nochmal anmerken. Das gehört die Metzgerei. Morgen liegen wir im SB im Edeka. Na, der hat keinen guten Tag, der Typ. Oh, das Messer können wir uns schnappen. Bam, Erdbeben. So, jetzt geht das Spiel quasi los. Und die Waffe haben wir offensichtlicherweise noch nicht. So. Wenn ich den Duckenknopf spam, kann man schneller bewegen. Absolut keine Möglichkeit, dass er uns sieht hier. Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Ja, ja, ist sehr wichtig für die Story auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig, dass das normale Schlüssel sind. Fall. Jetzt hauen wir mal ab, bestimmt ohne Konsequenzen. Kontrollpunkt. Boah, sind wir schon weit gekommen bis jetzt? Es gibt echt Stellen, vor denen ich richtig viel Angst habe. Was ich mich immer frage, der Typ hatte hier nicht die Kettensägen-Auswahl, aber
Wie kommt er da ran von unten? Das ist schon ziemlich hoch. Also er kann jetzt vielleicht runterfahren, aber what the fuck? Oh, ein Draht. Da trete ich jetzt bestimmt nicht rein. Shit. Oh ja, lau. Da sind wir im AIDS-Pool. Ja, lecker. Kommt sicher gut mit der Schnittwunde, die wir jetzt haben am Bein. Oh Mann, ey. Fängt wortwörtlich ein bisschen blutig an. Oh, Kontrollpunkt, ja. Yeah. Jetzt sind wir erst ein bisschen Humpelstilzchen. Und ab in die Scheiße. Infektion, Hype. Da hockt eine Leiche im Rollstuhl. Wie kam der eigentlich hier runter? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Turm am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wirst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. R. Was ist denn der erste Name, den wir mit R gehört haben? Vor 5 Minuten. Absolut keine Ahnung. Hier sind Gitter. Verschlossen, kann man leider nichts dran machen. Jetzt erstmal die lange Leiter hoch. Er kann nur bis ein Bein benutzen, aber trotzdem stellt es sich schon ziemlich doof an. Warte mal, seine Achillessehne, hat er die überhaupt erwischt? Ich meine, das ist ein bisschen drüber hier. Ja. Tut einfach nur noch weh, er müsste bald wieder laufen können. Immer ein bisschen heller hier. Ah. Ja. Keine Sorge, so viele Notizen gibt es ja auch nicht im Game. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr Stimmen. Systemtest beginnt. Viertel nach 1, Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13:30 Uhr, Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein, anschließend das Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von Stemmsystem an. Mitarbeiter klagen über Übelkeiten, verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das Stemmsystem deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnzellen zwischen Verbanden und Wirt synchron. Wirt nur er. Dieser Mann ist aufgetaucht. Und der Feueralarm. Checkpoint. Falls wir beim Klettern gestorben wären. Jetzt kommt gleich der erste Trick, der uns weiterhilft. Oh Gott. Ich freue mich gar nicht. Hallo. Unser Freund kommt hinterher. Ob
umgekehrt. Wir können uns hier jetzt verstecken, aber wir werden bei einer bestimmten Sound-Cue erst da reingehen. Und zwar, wenn er die Tür einschlägt. Jetzt. Ich bin nicht da. So, und dadurch, dass wir es jetzt gut getimed haben, wird er sich vorteleportieren bis nach da vorne. So. Und wir sind aus dem Schneider. Ich hoffe, der Vorführeffekt wird es jetzt nicht hier wieder wettmachen. Auf jeden Fall können wir uns hier durchglitschen. Da müssen wir nicht außenrum gehen und er kann uns nicht erwischen. Hilfreich. Beim ersten Mal hatte ich hier richtig hart Schiss, weil er mich dauernd erwischt hat. Lau. Within darkness twisting me around, there is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself around and around. The night chokes tight in the noose. Entschuldigung, ich wollte es nicht kaputt machen. Okay, als wir da weggelaufen sind über die Rollstühle und so, da konnte er uns übrigens auch erwischen. Und ich glaube, die ist es jetzt hier. Get in! Get in!
came out. I'd waited, but... Please, settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Shit! There's no going back. Just a few bumps. We're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. 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 Fall! Fall! Kapitel 1. Überlebt. Nächstes Kapitel. Kapitel 2. Überreste. Leichen gefunden. Leichen in Zielgemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Und Zeug? Hello? Anybody there? Bestimmt.
Are we awake? Is everyone else all right? The city? Whatever are you talking about? You are the only soul here. Right now. A hospital? This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized? I'm afraid I cannot answer that. Please, sign in here. Without signing in, there is no way to ensure your future memories. Okay, diese Irrenanstalt stellt unser Hub da im Spiel. Hier können wir speichern, uns upgraden und so weiter. Und ich save hier mal. This way, please. Smells like medicine. Ja, hinter diesem Stuhl hier ist ein Sammelobjekt. You are all right. Dafür gibt's auch ein paar. Please relax. Ich bin entspannt. Please have a seat. Gerne du. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No. Stop. There now. You see? All better. Lady, am I going crazy? Huh? Now what makes you say that? I'll be waiting. So. Shit. What the hell is going on? Jetzt beginnt so richtig das Gameplay. Mit dem Krankenwagen sind wir gecrashed. Kidman, where are you? Kidman und alle anderen sind nicht mehr da. Connolly. So, hier ist eine Spritze, eine Heilspritze. Auf Akumu bringt es natürlich einen Scheiß. Wenn wir getroffen werden, sind wir direkt tot. Aber um uns das Leben zurückgegeben, das uns fehlt, nehmen wir das natürlich. So, jetzt können wir uns vernünftig bewegen. Dieses Gel hier, grünes Gel ist das. Das ist für Upgrades, wie ihr gerade schon gesehen habt. Das wurde angedeutet. Bekämpfe es nicht, es macht dich besser und stärker. Upgrades werden sehr wichtig. Deshalb werde ich das meiste, was ich kriege von diesem Gel. Ja, ich werde einfach so viel sammeln, wie ich nur kann. Schauen wir, wie ich hier durchkomme. Ich habe schon einen gewissen Plan. Aber ob das alles funktioniert, ist eine andere Sache. Erstmal müssen wir doch den Wald finden. Y sind Nagerfangriffe. Und hier wollte ordentlich ein Rätsel fressen. Ist noch ziemlich düster, aber das Spiel wird auch wieder heller. Und da ist eine Laterne. Hey!
So gut es geht, werde ich in diesem Kapitel nicht schießen. Mal gucken, wie es läuft. Denn ich brauche jede Kugel. Also natürlich nicht ausreichend dafür alle Gegner. Dem ist seine KI funktioniert so, dass er mich sehen kann. Zu jeder Zeit. Allerdings, ja, kann er mir nichts mit dem Ant haben gleich. Oh! Verpiss dich! Vorführeffekt. Eigentlich müsste er sich längst umdrehen und abhauen. Ja, du Pisser. Wir können uns aber auch nicht anschleichen an ihn, weil er uns immer sieht, wie gesagt, aber er hat eine Barriere einprogrammiert, er darf die nicht überschreiten. Und ich möchte ihn aber nicht töten, weil das zu viele Kugeln kostet, also auf Wiedersehen. Tutorial. Hurts! Hurts! Wow. Eine Falle. Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? What the fuck? So, solche Fallen können wir entschärfen. Und bekommen dadurch Fallenteile. Da können wir Bolzen für die Qualenarmbrust machen, die wir noch nicht haben. Und die haben wir jetzt im Inventar. Dafür werde ich auch einige sammeln. Und natürlich, solche Fallen werden mich auch one-hitten, wie alles andere im Spiel, das es gibt. Das heißt, wenn ich aus Versehen in der Bärenfalle steige, werde ich explodieren. So, LB kann man sprinten, aber ihr seht schon die orange Leiste links oben ist sehr schnell leer. Das heißt, viel Sprinten ist da nicht. Und so ziemlich die wichtigste Mechanik im Spiel, Streichholz zu benutzen. Nähere dich an einem bodenliegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Das heißt, wenn jemand zu Boden geht, wo wir ihn angeschossen haben, können wir ihn direkt verbrennen. Das haben wir hier demonstriert bekommen, aber ich werde das Streichholz natürlich nicht einsetzen. Okay. Ist immer so ziemlich RNG, was wir die Kisten bekommen. RNG steht für Random Number Generator. Das ist alles, was zufällig ist in Spielen. Und ich hoffe, ich werde da doch gut an Glück bekommen. Da war sie wieder. Haben wir nochmal Gil. Und das ist unser Tagebuch. Was macht denn das hier? Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Endlich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Shit! Genau, diese Spiegel sind wieder die Eingänge zurück ins Hub. What the? Back here again. Genau. I must be losing it. Nee, noch nicht. I don't know if that was a bad dream or this is. Hierfür wirft es mal Zeitungen, Serienmörder schlägt zu, an Opfern wurden Operationen durchgeführt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Serienmörder für die Morde verantwortlich ist. In mehreren Gemeinden Umlands werden Personen vermisst. Uns geht's gut. Und vermisste Personenposter kann man auch sammeln. Zum Beispiel von Leslie Withers, den kennen wir schon. Der Psychiatriepatient Leslie Withers verschwand aus einem abgeschlossenen Zimmer in der Beacon-Nervenklinik. Oh, bist du müde? Ich auch. Sparen wir nochmal, warum denn auch nicht, ne? Gut, und dann haben wir wieder ab. Upgraden werde ich noch nicht.
Das machen wir in Kapitel 4 dann. Fürs Schleichen muss ich die Laterne natürlich ausmachen. Das werde ich besser gesehen. Und unten haben wir schon mal zwei Kandidaten. Und von hinten können wir die so killen. Dann sind sie direkt tot und wir müssen sie auch nicht mehr verbrennen. Und der haut hier schön ab. Klettere über Hindernisse und durch Fenster mit arg kontextabhängige Aktionen. Das dürfte auch klar sein. So, jetzt geht's nicht los. Es beginnt gleich der härtere Teil im Spiel. Auf Akumu. Kann sein, dass ich ein paar Mal verscheiße. Okay, hier sind noch andere Sammelobjekte. In diesen Statuen sind Schlüssel versteckt. Und die sind wirklich sehr krass versteckt später. Damit können wir in unserem Hub noch was machen, aber dazu gibt es dann wahrscheinlich im nächsten Video mehr. Hey, are you guys from around here? I don't know where. Can't go on. Hier werden wir aber nicht schleichen, sondern hallo. Und jetzt zünden wir das hier an, dann laufen sie da rein. Kommt her. Denn Feuer ist Instant Kill. Bei den meisten Gegnern. Eigentlich fast bei allen. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm im See? Stand er schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal was mitnimmt, aber ich weiß nicht, was es ist. So, gucken wir uns mal um. Hier gibt es einen Fallenteil. Das entschärft mich immer besser. Bevor es mich gleich weghaut. Ich weiß, glaube ich, wo die meisten Bärenfallen sind. Deshalb muss ich nicht so viel Angst haben, wo reinzulaufen. So, hier hinten haben wir nichts. Das ist bloß zum Aus rumlaufen, genau. Hier können wir das Streichholz wieder auffüllen. Also mal so 5 Hölzer. Hier liegt noch einer. Der war wahrscheinlich aufgestanden, hätte ich geschossen. Die lassen sich da mal gerne alarmieren. Wieso mache ich das Licht nicht an? Ich wollte. Ah, eine Spritze. Vielen Dank. Aber wisst ihr was? Ich verwende die gleich. Jetzt sind wir fast ganz voll geheilt, aber es bringt uns ja, wie gesagt, gar nichts. So, jetzt wird es erstmal richtig hart. Jetzt müssen wir ein paar Leute sneak killen. Und das könnte uns zum Verhängnis werden, weil die haben echt sehr gute Sicht nach hinten. Ich muss jetzt nochmal einen Zyklus abwarten, so ziemlich.
Oder so. Und der hat Muni fallen lassen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr selten. Keine Bärenfalle, bitte. Ups, so weit wollte ich da gar nicht vorbei. Ah, richtig. So. Den anderen Sneak killen wir jetzt natürlich auch auf die Scheiße. Das ist es eben. Das ist jetzt ein Fehler. Dass natürlich gleich zwei hinterherkommen. Kann passieren, dass ich den Checkpoint neu laden muss. Aber die müssten ihre Position eigentlich ziemlich bald wieder, genau, resetten. Es wäre einfacher gewesen, den Checkpoint neu zu laden, aber ist ja in Ordnung. Ist schon gut. Seht ihr, die resetten sich jetzt wieder. Von dem hier ist das schon gut. Aber ich habe schon gesehen, zur Seite haben die so eine Sicht. Echt krass. So, jetzt warten wir kurz, bis er wieder umdreht. Dann kriegen wir das hoffentlich hin. Okay. Diese beiden Fackeln, die wir jetzt haben, wo sind die anderen nochmal? Hier. Die müssen wir uns aufheben. Das ist so eine, ja, Unfallversicherung, könnte man sagen. Oh, der hat Gel fallen gelassen. Nice. Die Flasche positionieren wir hier. Ups. Ja, geil. Ich wollte die Flasche fallen lassen. Oh, okay, habe ich noch verbrannt. Machst du nichts. Lass die fallen. So. Jetzt werden wir noch den Typen hier Stealth killen. Moment. Die Position von dem ist jetzt natürlich anders. Weil er wieder zurückgelaufen ist. Der Typ ist ja einfach nur auf stationär eingestellt. Scheiße. Jetzt müssen wir den ganz kurz vor hinten killen. Keine Sorge, nur der Bereich dauert erst ein bisschen länger, weil wenn man hier alles sorgfältig machen muss. Ach so, ja klar. Gut, dann nehmen wir jetzt mal unsere Unfallversicherung. Und er haut uns in die Fresse. Habt ihr schon gesehen. Ein Fehler. Oh Mann. Das ist aber kein Problem. Das ist kein Problem. Jetzt muss ich nur kurz warten. Bis der sich wieder dreht. Und dann geht es eh schneller, weil ich dann wieder nicht abhauen muss, aus, ja, deswegen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Komm, dreh jetzt zur Seite ab, bitte. Nice. Kurz warten, weil er uns anguckt.
So. Das ist eh gut, weil ich brauche die beiden Fackeln. Seht ihr, jetzt hat er keine Muni mehr fallen lassen. Das ist natürlich jetzt die Bestrafung dafür, dass wir verkackt haben. Alter, wie angespannt ich bin, das merkt ihr vielleicht. Ich hasse sowas, ey. Nee, das war zu bald. Jawohl. So, jetzt müsste der Typ auch anders stehen, oder? Genau. Ist jetzt viel einfacher, den zu killen. Vor allem, weil er nicht mehr patrouilliert. Jetzt geht uns hier der nämlich nicht mehr auf die Eier. So. Ach hier richtig, Moment. Bei dem Typen hier liegt eine Flasche, die brauche ich noch. Irgendwo hier, ach hier. Werfen wir jetzt so unter diese Bombe da. Ihr seht schon, da ist wieder so ein Seil. Damit hier ein paar Leute angelockt werden. So. Jetzt müssten 4 Leute kommen. Genau, und jetzt werfen wir nochmal eine Flasche hier hin. Jawohl, seht ihr? Der Typ hier wurde jetzt natürlich hart getroffen. Und jetzt, hallo. Ah, super. Die können uns immer noch treffen danach. Oh, awesome, Alter. Wir haben sogar noch unsere Versicherungsfackel. Schön, dass es funktioniert hat. So, ich schaue mich natürlich noch ein bisschen Gel um. Eine Spritze, ja, Wahnsinn, vielen Dank. Das war schon das Schwerste. Allerdings würde ich gerne noch einmal auf Risiko zocken. Denn ich könnte mir noch einen Schlüssel holen, allerdings ist der ziemlich schwer zu kriegen. Aber so mache ich es jetzt mal. So, meine Friends. Bärenfalle entschärfen. Ich glaube, eine entschärfe ich mal. Und zwar genau die hier, ja. Nein, nein, andere, nein. Egal. Egal. Ah, seht ihr, da drin ist noch einer. Den Gegner können wir aber getrost eigentlich ignorieren. Vielleicht kann ich mit der Fackel hier auch hauen. Mal schauen. Ich habe nämlich mehr Fackeln, als ich brauche gerade. So, Fallenteil eingesammelt, das wird uns helfen. Ich weiß, dass es hier noch eine Bärenfalle wo gibt, die versteckt ist.
Da darf ich nicht reintreten. Jawohl, das Gear war noch nötig. Schauen wir mal. Der sitzt da hinten irgendwo. Irgendwo hier. Ja, da, seht ihr? Das sieht man auch so fucking schwer. Hoho, hi! Grüß dich, Bärenfalle. So. Bevor ich jetzt proceede, möchte ich mal kurz was nachgucken. Ich habe jetzt 4 Schuss, die ich verwenden kann. Die einen 6er Magazin brauche ich. Ich möchte kurz gucken, ob ich wieder zurück und speichern kann. Das ist jetzt sehr wichtig. Es gibt nämlich für den Bereich da vorne, den ich machen möchte, absolut kein Checkpoint. Darf ich da wieder durch? Es war so klar. Okay, pass auf, ich zocke jetzt auf Risiko. Sollte ich scheitern, werde ich einen Schnitt machen und alles wieder wiederholen, was ich bis dahin gemacht habe. Sonst müsst ihr ewig gucken, wie ich herumschleiche und das gleiche mache. Ich versuche das hinzukriegen. Ist nämlich machbar. Ich muss bis 2 Gegner Stealth killen, die mich bisher für immer gesehen haben. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ansonsten. Genau, es sind 2 Gegner jetzt. Und das muss ich jetzt irgendwie geschissen kriegen. Ich sehe aber auch keine Flasche gerade. Jawohl. No! Nein! Es ist lustig. Oh Mann, guck, wieso haut er 3-mal zu? Kotzt mich nicht an? Nein. So, wieder back. Allerdings mit einem Fallenteil weniger, weil so ein intelligenter Typ meinte, er müsste da reinlaufen. So. Schauen wir mal. Ob wir den ersten Weg Stealth Kill kriegen. Den zweiten muss ich irgendwie erschlagen können dann. So. Du gehst falsch, kommst du bitte wieder zu mir? Interessant, ich weiß nicht, nach welchem Prinzip die da ablaufen. Aber es muss ja gedauert, okay. Wieso hämmert der so gegen die Tür, Alter? Leute, ich muss ein bisschen Geräusche machen. So, ich muss ein bisschen mehr weg, weil die teilweise dich noch packen können, wenn sie schon tot sind. Hätte ich jetzt geschossen, wäre Folgendes passiert, dann wären noch 4 Leute rausgejumpt. Nicht so angenehm, könnte ich sicher vorstellen. So, da geht man nicht. Kriegt rein. Alles klar. Gut. Hier gibt es wieder so ein Kartenfragment. Die Kisten zerhauen wir natürlich. Hab zwar etwas weniger Fallenteile und Gel jetzt, aber ich habe zum Glück dafür
wieder 4 Kugeln bekommen, hätte er so schlimmer laufen können. Genau, hätte ich geschossen, wäre ich alle aufgestanden, aber solange ich dir nichts tue, tun sie mir auch nichts. So läuft das. So, die hier wird aufstehen. Oh, ficken, Alter. Ich glaube, ich hätte die Fackeln nicht benutzen dürfen. Kein Ding, chill mal. Resette dich einfach. Wie wär's denn? Oder weißt du was, wir machen das hier hinten. Kannst du mich noch sehen? Ja. Geh mir nicht auf die Nüsse. Wie wär's denn? Ich habe eine bessere Idee. Kommst du mal? Ich musste diesmal nämlich gar nicht verbrennen. Hat auch ohne funktioniert. Na komm. Bist du jetzt wirklich so blöd? Willst du mich verarschen? Alter. Jawohl, geht doch. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Verkugelst du halt. Gut. War der Checkpoint. Augenblick mal. Hier vorne war ja ein Kontrollpunkt. Aber nicht, dass ich die Notiz hier nicht mitgenommen habe. Alles gut. So. Die Checkpoints funktionieren meistens ein bisschen komisch. Man wird dann ein bisschen weiter vorne wieder abgesetzt. Obwohl das Symbol schon vorher angezeigt wird. Aber kein Ding. Kein Ding. Jetzt haben wir wirklich das Ärgste geschafft. Normalerweise hätte ich die Fackel noch gehabt. Vor dem ersten Typen hier, aber... Wenn man dann selber aufnimmt, ist nie alles so, wie man es gerne hätte. Ist einfach so. Geht immer ein bisschen was schief. Das Teil des Vorführeffekts. So. Und diese kleine Kiste hier. Gibt es noch einen Schlüssel, der war wichtig. Und recht viel schlimmer wird es auch nicht. Eigentlich dürfte die da gar nicht aufstehen, allerdings verbrenne ich die mal lieber. Pistolenmuni und Gel. Man könnte sich auch verstecken hier. Aber nicht necessary. Jetzt können wir euch abhauen. War ein Risiko, hätte ich nicht gebraucht, aber lieber ein Schlüssel zu viel als zu wenig. Gut. Dann holen wir die Streichhölzer hier. Es gibt noch einen kleinen Teil, den wir machen müssen. Ist aber nicht schwer. So. Es war noch eine Bärenfalle übrig. Are you kidding me? So, Tiny. Da liegen 3 Bärenfallen. Diesmal laufe ich da nicht rein, ne? Okay. Jemand anderes wird reinlaufen. Okay, ich habe wieder den Schlüssel. Ich habe das Fragment wieder, heilige Scheiße. Ich habe jetzt 6 Kugeln und 7 übrig. Das heißt, im Nachhinein hat sich der Stress dann vielleicht doch gelohnt. Ich werde jetzt diese Falle hier entschärfen. Und ich muss hier außenrum laufen, wenn ich dann gleich weggehe. Genau. So. Und hier drin habe ich auch entschärft. Okay. So. Was wir jetzt tun werden, ist hier diesen Haufen hier anzuzünden, weil die gleich aufstehen. Jetzt wird hier noch einer aufwachen, glaube ich. Ey, hau zu! Jawohl. So.
So, jetzt what? Lauf uns bitte in eine Falle rein. Na komm, sehr schön. Jawohl. Danke. Achtung, da ist noch eine Falle, Tiny, nicht reinlaufen. Das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war dieser behinderte Bereich, Alter. Oh, da ist eine Falle. Den schärfe ich noch. Jetzt laufe ich wahrscheinlich da rein. Den Typen hinten habe ich auch wieder gekillt. Und die Fallen entschärft. Moment. Hier ist das Ding. So. Go, go. Oh. Schön. Jetzt können wir nämlich hier auch ungestört dran drehen. Es sind natürlich noch nicht ganz durch, aber jetzt passiert nichts mehr. Das Tor geht natürlich wieder zu. Es sind jetzt ganz, ganz viele Dörfler hier. Wir werden aber keinen einzigen bekämpfen. Hier drin ist noch was in dieser Hütte. Für Supplies. Die Spritze. Kann ich mich eigentlich heilen? Ja, komm. Damit die Leiste einfach schön voll ausschaut, ne? Hier ist noch ein Kartenfragment, Nummer 3, das letzte in dem Kapitel. Und das war es dann auch hier. Jetzt schauen wir mal, jetzt müssten wir eigentlich eine ziemlich gute, spezifische Route gehen können. Um nicht gesehen zu werden. Aber jetzt habe ich einen Checkpoint, also von dem her keine Sorge mehr. Oh oh. Ja gut, diese Route ist jetzt auch vorbei. Er schneidet mich ab. Ich begehe mal Selbstmord. Ich springe jetzt hier runter. Auf Wiedersehen. God damn it! Bitte speichere es. Kapitel 3, die Klauen der Horde. Oh. Bin ich froh, dass ich da durch bin gerade. Kommen. Das Kapitel müsste ich von der Zeit her eigentlich gut noch hinkriegen. Boah. So. Gewitter. Gel. Brauchen wir da nicht. Vom Weg her ist es ein ziemlich kurzes Kapitel. So. Mal komm mal gut durch.
Schön. Shit. Scheiße. Schön groß. Der hängt schön ab, aber ist auf jeden Fall chilliger als ich gerade. So, zwei Türen. Wir gehen mal in die rechte zuerst. Genau. Hier ist nämlich wieder ein Speicherraum. Den schauen wir uns gleich an. Oh Gott. Den schauen wir uns jetzt an. Augenblick. Ja, wo ist sie denn wohl hin? Oh, ein Kartenfragment. Und wieder ein Tagebucheintrag. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin, Myra Hansen, ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast überwischt, als ich mir einen heißen Arsch angesehen habe. Oh. Wie kannst du das bloß machen? So, jetzt will ich mir keine Upgrades holen. Wir schauen uns bloß die neue Zeitung an. Ah, wir bekommen, glaube ich, sogar von ihr jetzt gesagt, was diese Schlüssel sind. You should find this useful. Ja, das sagt sie mir jetzt. Serienmörder gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Geordnet gibt es keine Spur vom Mörder. In der Nähe von Elgrove wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in den Häusern gefangen. Ich komme gleich, Lady. Vermisst. Oscar. KCPD-Officer Oscar Connelly auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. This way, please. Ja. Where are you taking me? You don't talk much. Ne. $30 Milliarden Spinte. Detective Castellanos, do you have a key like this? That key will allow you to open this door. Genau, hier können wir ganz viele Spinte aufmachen. Aber was in Kapitel 4? Dahinter ist ja je nach Zufall Munition, Heilung, ganz viel Gel. Einfach eine Belohnung dafür, dass wir die Schlüssel einsammeln. Hier sehen wir, haben wir schon drei Fragmente. Na klar, hier können wir die Karte vervollständigen. Ne, vier Fragmente haben wir jetzt, ne? Ja. Und wenn die voll ist, kann man sich im New Game Plus eine schöne Waffe abholen. Und saven. So, warum ich das gemacht habe, ich habe schon gesehen, dass was geblinkt, bevor ich hier rein bin. So. Hier kann ich jetzt versuchen, Bomben zu entschärfen. Und das ist auf Akumu brutal schwer. Wir werden gleich sehen, warum. Genau, ich muss nämlich die Nadel perfekt da anhalten im blauen Bereich und der ist natürlich so winzig. Demonstration genug. Deswegen entschärfe ich auf Akumu keine Bomben. Oh Gott. War ein Versuch, mal ich noch. Just for the comedic effect, ne? Well,
Ich werde einfach Kumo keine Bomben entschärfen, by the way. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ja. Das Ding ist, das Timing ist auch nicht mehr richtig. Man muss kurz vorher drücken. Das kotzt so fucking an. Egal, die beiden Bomben werde ich entschärfen. Mal es halt so. Ich werde hier jetzt im Vornherein schon mal ein paar Sachen einsammeln. Denn hier sind nachher Gegner. So. Dann passt es. Jo. Alles klar. Habe ich erwähnt, dass es viele Fallen gibt? Fallen und Schalter können ausgelöst werden, indem du darauf schießt. Ja, lustig. Hat mir Spaß gemacht. Bin ich gerne reingelaufen. 10 auf 10. Would go in there again, ja. Meine Fresse. Gut. I hate it. Was war das jetzt für eine Scheiße hier? Ah, verstehe. Vielen Dank. So, gehen wir gleich mal weiter. Die Axt hier brauchen wir. Die behalte ich mir. Hier gibt's safe ein bisschen Gel, oder? Nein, der hat keinen Kopf mehr, der steht nicht drauf. Na geil. Eine Granate! Oh, das ist extrem viel Glück. In so einer Kiste? Nice, eine Granate. Nice. Nice, nice, nice. That will come in handy. Gut. Die entschärfen wir eben. Ah, da hinten ist der Doktor, der mit uns mitgefahren ist im Krankenwagen. So, die Strecker sind voll, die müssten reichen, 5 Stück. Gel natürlich noch. Das gefällt mir. Leslie! Oh, der Patient rennt ihm davon. Verstecken müssen wir uns nicht. Who's there? No, don't shoot! I'm not one of them. I'm a doctor, Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Sofort. Ich möchte noch eine Kiste einsammeln, Freund, bevor es hier losgeht. Na, haben wir nichts mehr. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Let's see them through that gate. Der Typ mit der Kapuzenjacke spawnt nur auf. Der Schwierigkeit. Die sind hart. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open.
You're the one with the gun. You're the one with the gun. If you say so. Ja, auf jeden Fall, den Typ müssen wir auf jeden Fall avoiden. Den kaputzen Jackentypen. Den kriegen wir nicht down. So. Die Axt haben wir noch dabei. Und jetzt müssen wir runter. Lenk du dir mal ab. That old guy is gonna get himself killed. So. Checkpoints. Dieser Typ muss sich jetzt umdrehen. Super. Okay. Wir hören schon, hier ist ein Typ eingeknastet. Und um den geht es. Das ist ein Sadist. Heißen die? Das ist so ein Kettensägen-Typ. Und zu dem müssen wir hin. So, ich lege diese Axt jetzt hier hin. Das, was wir tun müssen bei dem, ist wirklich extrem verrückt, aber es funktioniert. Da brauche ich jetzt bloß die Eier dafür und auch ein bisschen Glück. So. Was? Was machst du denn hier? Okay, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Eigentlich gar nicht schlecht. So. Da haben mich wohl welche für einen Bruchteil gesehen. Das macht aber nichts. So. Ich werde aber trotzdem die Taktik machen, die ich schon kenne. Wir müssen ihn zweimal mit der Axt schlagen. Und ja, achtmal erschießen. Er wird gleich ausbrechen, wenn wir die Truhe hier nehmen. Okay. Kiste öffnen. So, ich müsste jetzt im Prinzip schon Checkpoint haben. Shotgun-Money gibt's hier. Und seine Kettensäge. So. Ich glaube, wir haben jetzt einen Checkpoint. Verlassen werden wir uns natürlich nicht drauf. Ich gehe gleich nochmal speichern. Ich habe mal Eisenbombe drin. Hier müssen wir ganz langsam. Genau. Jetzt können wir es nämlich entschärfen. Sonst explodiert die. Oh, ein Blendbolzen. Jetzt wird mir durch die, den ganzen Armbrustbolzen da vorstellig. Blendbolzen. Da können wir die kurz blenden, dann bleiben die ein bisschen stehen, verwirrt. Die Armbrust holen wir uns gleich, die gibt es in dem Gebiet. Und nochmal Fallenteile durch die Bombe. Im Prinzip haben wir das Kapitel jetzt geschafft. Wenn ich mich nicht mehr sehr schlau selber kill. Das hier ist nochmal Pistolenmuni. Ich gehe mal ganz kurz safen, wie gesagt. Dann sammeln wir alles ein. Alle Gegner sind jetzt bei der W weg. Weil der Sadist gestorben ist. Das ist nämlich der Goal. In dem ganzen Kapitel hier. Normalerweise wäre das jetzt ein ewiger Ausdauerfight gewesen, aber. Hey.
plotting something? Yep. So. Wir sammeln jetzt noch alles ein, was es da gibt zu looten, und dann ist die Folge auch vorbei. Die war dann lang genug. Wäre definitiv kürzer gewesen, hätte ich nicht so gefailt, aber naja. Ups. Das wollte ich nicht! Nein! Ich habe doch das Fenster angeguckt. Gut, dann gehe ich durch die Haustür, leck mich am Arsch. Boah, fuck. Ach, ich hasse es. Die Tote habe ich nicht verdient. Nicht da raus, wir wissen, was passiert. Das ist auch geil, weil man, wenn man gefrustet ist, spielt man ein bisschen unvorsichtiger. Wenn die Leute dann da rauslaufen, so aus Wut, dann BÄM. Lol, wo kommt die Falle her? Lol, okay. Ah, gut, dass ich mich daran erinnere jetzt. Haha, hier ist nämlich auch eine. Hier ist auch eine Falle. Hallo? Hier ist eigentlich nochmal eine Falle. Nicht bloß die hier. Ah. Gut. Machen wir mal systematisch. Alles schnell einsammeln. Fangen wir mal mit diesem Turm hier oben an. Und wir sehen, da ist eine Statue mit Schlüssel. Daneben geschossen. Jawohl. Da kann ich aber nichts dafür. Man kann die Präzision upgraden. Von oben geht's einfacher. Ich konnte nur wieder nicht warten. Egal, hier gibt es so viel Munition, das juckt uns gar nicht. Fallenteile und Gier. Jetzt treffen wir auf jeden Fall. So. Noch ein Trick. Wenn wir aimen, nach vorne gehen, dann fliegen wir runter. Ja. Hilfreich, um schnell zu entkommen. So, dann geht's hier weiter. Hier können wir erstmal hochklettern. Ich meine, der Kampf mit dem Typen hätte auch noch ein bisschen länger dauern können, aber hey, mit dem Trick geht das. Ich meine, das ist ja sogar auch so ein bisschen gewollt, da hinzukommen. Aber manche Tricks haben es auf jeden Fall nicht vorher gesehen. Die Speedrunner entdecken und so. So, Bärenfalle. Diese Bombe da unten erschießen, weil sonst komme ich da nicht vorbei. An die Leiter. Ah, hier kann man eine Leiter runterkicken. Hat man hier so eine Abkürzung, ist aber gar nicht nötig. So. Hier haben wir auch noch ein paar schöne Dinge. Die Spritze brauchen wir nicht. Genau, 9 Schuss, ich glaube 10 ist dann Maximum, was ich mitnehmen kann. Bis jetzt noch. Da geht's runter. So, dann gehen wir hoch. Halt! Wir gehen nicht hoch. Jawohl, das ist sehr wichtig, Fallenteile. Wird man uns dann Bolzen herstellen können, wie wir lustig sind. Noch eine Statue mit Schlüssel. Jetzt sind wir noch ziemlich obvious. Haben wir schon mal 4 Schlüssel jetzt, ne? Und 2 gibt es ja auch noch. Ja. Nicht Brain AFK'n.
Ah ja, ich hab's vergessen, hier gibt's nämlich noch was. Genau. Oh, da ist die Bombe hinterm Fenster. Oh, das wird auf jeden Fall wichtig, dass wir Sprinten upgraden. Ich weiß schon, was für Upgrades ich haben möchte, beziehungsweise was ich machen muss. Hier kann bei der Wende mit einer sehr geringen Prozentchance eine Granate auf dem Boden liegen. Aber wir hatten vorher schon Glück, also beschwere ich mich mal nicht. Hier oben gibt es ein Fallenteil. Zwei sogar. Da ist wieder ein Schlüssel. Gut. Und hier ist nochmal eine Falle. Und gleich danach, glaube ich, sogar eine Bärenfalle. Ich hab Bock, wieder da reinzulaufen. Ja, da ist sie. Oh Gott, das sieht man so schwer. Gut. Schlüssel nicht vergessen. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Lang dauert es nicht mehr. Keine Falle, bitte. Keine Falle. Nein. Keine Sorge, bis Jumpscare, da ist niemand. Was sollte man die Laterne anmachen? Ah, hier. Da ist die Shotgun drin. Nice, Schrotflinte, Repetierschrotflinte. Warte mal, ich muss mal immer mal den Revolver nach oben und die Shotgun nach rechts. Mit X könnte ich jetzt auf die Vorbesteller-Shotgun schalten, aber die ist nicht so geil. Macht zwar mehr Schaden, aber ich möchte die Pump-Action haben. Es bringt einfach viel mehr. Shotgun rechts. Maximal haben wir da alles dabei, was wir haben können. Schön. He's watching, we can't leave. Yo. Das ist true. Gut, das müsste hier gewesen sein. Ein unteres Stockwerk dürfte es noch geben, ne? Ne, ein oberes tatsächlich. Oh. Ja, murmelt durch rum. Hier ist kein Gegner mehr. Du wirst auch nicht mehr aufstehen. Hier kriegen wir die Armbrust. Quallenarmbrust ist der ziemlich wichtigste Gegenstand im Spiel. Mit Explosivbolzen. Ich kann nicht erklären, denke ich mal, was das macht. Genau. Ich weise sie mal nach links zu. Mit der können wir jetzt Bolzen herstellen, mit der RB. Die kosten natürlich auch teilweise viele. Ich kann durchschalten, Blendbolzen, Brandbolzen und Giftbolzen. Brand- und Giftbolzen sind Vorbesteller. Ich kann nur die Brandbolzen wirklich sinnvoll verwenden, aber die sind sehr teuer und die brauche ich wirklich erst sehr viel später. Wichtig sind Explosivbolzen und Blendbolzen. Eine Bolzenart sind noch die Kältebolzen und Harpunenbolzen. Die Bedeutung von den einen, von den jeweiligen werden wir noch kennenlernen, das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind Fallenteile essentiell, um das auf der Schwierigkeit hinzubekommen. Gut, damit haben wir es fast. Ein Haus fehlt noch. Es gibt aber noch hier einen Schlüssel, der hier hängt. Bumm! So. Hier ist nämlich auch der Doktor hingeflüchtet. Ah ja, hier hätte mit den Typen hinlocken können, den Kettensägen-Spasti. Und mit einer Falle killen können, aber der braucht einige Hits davon. So wie ich es gemacht habe, ging es am schnellsten. So. Fangen wir mal hier an. Und hier links reintreten. Spitze brauche ich natürlich nicht. Und 10. Maximale Muni. Nice. Hiermit gehen wir auch raus. Das gefällt mir.
Die muss ich leider liegen lassen. Dann müssten wir erst die Kapazität upgraden. Eine Nähmaschine. Oh nein. Oh, hier ein bisschen Audiotape. Experiment Number 4. Subject Numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Okay. Und ein Medikit, eines der wenigen seltenen Heil-Items im Spiel. Das ist sich ein Scheiß bringen, ne? Medikit würde uns nämlich komplett auf der Stelle vollheilen, aber das, wie gesagt, bringt es gar nichts. Sollte ich eine Granate nach unten legen oder? Nee. Nein, brauchen wir nicht. Das ist die Armbrust. Wir können hier so einen Schuss aufladen und hier zum Beispiel einen Bolzen auf den Boden setzen, und wenn jemand reinrennt, dann explodiert er oder natürlich mit direktem Hit sofort. Das sind die Flashbolzen, also Blend, Brand, Gift und ja. Zwei Arten gibt es noch. Zack. Was für ein Fenster hier? Ah ja. Man darf einfach rausgucken. So. Freunde. Ich glaube, 6 Schlüssel, 21.900 Gil, das ist sehr gut. Für den Stand hier. Hier ist er noch. Hier, guck mal. Normaler Harpunenbolzen. Das ist einfach Standard, ja? Einfach normaler Armbrustbolzen, der aber viel Schaden macht. Kältebolzen gibt es noch, die Leute einfrieren. Das müsste hier gewesen sein. Hier hätten wir die Armbrust gefunden, hätten wir es im anderen Haus noch nicht eingesammelt. Man kann es also auch übersehen. Aber naja. Vielen Dank, dass ihr bei der ersten Folge hier dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen über mich lachen. Mich hier gefällt, aber ihr habt gesehen, ein Fehltritt und ich bin tot. So wird es auch in Zukunft weitergehen. Und ja, ich habe, denke ich mal, nichts vergessen. Und wir gehen mal hier durch. Wegschmeißen, brauchen wir nicht mehr. Wäre eigentlich, ja, coole Gegenstände, aber nee. Puh. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Kapitel 3 überlebt. Speichern. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.